Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start. Genau wie eine kleine Let's Show nochmal bei Minecraft. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal kurz pennen. Das Haus an sich kennt ihr ja schon. Ist also für euch nichts Neues hier. Und das Neue, was ich angekündigt habe, was ich bauen wollte, habe ich jetzt weitgehend viel gemacht und so. Bla bla, ich muss mal kurz verstärken. Ja. Nom, nom, nom. Ja, wie gesagt, Haus kennt ihr ja. Ihr werdet gleich am Anfang was merken. Und zwar, meine Tonqualität ist nicht ganz so in Ordnung, weil viel Rauschteile sind. Ich habe das gerade das Mikrofon einfach so auf mein Bett gelegt, weil ich noch keine andere, nur eher auf meine Matratze. Weil ich noch keine andere Möglichkeit habe, es irgendwie anders hinzustellen, weil meine Wohnwand immer noch nicht steht. Ich bin froh, dass ich das jetzt langsam mal mit dem scheiß Rock so hingekriegt habe. Weil als ich es aufnehmen wollte, hat er mir irgendwelche Schwierigkeiten gesagt. Und dann muss ich erstmal die CD aus den Kartons raussuchen. Und dann habe ich es repariert. Nun hat er mir gesagt, hier Update muss ran. Ich habe mir ja mal versucht, ein Update zu machen, hat er nicht gemacht. Und dann wollte ich den Support anschreiben, hat der Support gesagt, nee, du brauchst so einen Support-Code. Ich habe also mich da angemeldet, alles gemacht, da kam kein Support-Code die ganze Zeit. Und bla bla bla, hat alles nicht funktioniert, wie ich es wollte. Und dann hat der Urplatz das Patch doch gemacht, ich hätte fast meinen Support-Code dann verbraucht dafür. Ein Support-Code, wenn du das kaufen willst, 25 Euro. Ich bitte euch. Wie ihr auch gleich an meiner Anzeige sehen könnt, dass ich habe keine Nebenanzeige, was daran liegt, dass ich jetzt ja natürlich nicht schummeln will, wenn ich sonst irgendwas erzähle vom Pferd. Ihr merkt schon, Kreativmodus. Weil im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, ach komm, du willst eigentlich nur bauen und deine ständige Suche, das wird irgendwie scheiße sein. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich mache es im Kreativmodus. Ich werde euch genau zeigen, was ich im Kreativmodus gemacht habe. Also man sieht es jetzt hier schon. Bam, baby, bam. Ich habe so ein bisschen Dschungel hier hingebaut. Den musste ich im Kreativmodus herstellen, weil es in meinem Teil noch keinen Dschungelbiom gab. Daher musste ich mir halt dann Setzling halt holen. Ging nicht anders. Und hier in diesem Wald ist so eine kleine Aufstiegsmöglichkeit versteckt, und zwar hier. Ja, ein bisschen unpraktisch gelöst hier, aber ja. Das mut. So. Hier haben wir den schönen Eingang. Also hier, da muss noch ein Holzblockhaus oder sowas, will ich hier noch hinstellen, also ungefähr hier so. Das hier, muss ich sagen, das Ganze hier, das ist im normalen Modus gewesen. Also dieses Drumherum hier, das ist normales Modus gewesen. Das war Überlebensmodus. Den habe ich so gebaut. Das war scheiße anstrengend, Alter. Auch das, was jetzt so folgt, das ist alles Überlebensmodus. Nur das, was oben drauf ist, das ist Kreativmodus gewesen. Aber erkennt man auch sofort, weil ich habe es ein bisschen übertrieben gebaut. Man merkt schon hier ein bisschen blöd, dass die Wolken zwar hier reinkommen, aber gut, naja. Und dann kommt man hier. Ich wollte eigentlich das Monster hier drin spawnen, ey. Das wäre richtig cool gewesen. Dann hier so. Gehabt hätte es. Wäre es bestimmt voll cool gekommen. Sonst werde ich überall einfach nur ein paar Grasblöcke drauf machen, dann werden die ja auf spawnen oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall episch geil. So. Hier muss man ein bisschen trickier hochgehen und ja, hier haben wir eine wunderschöne Aussicht. Und da hinten sieht man auch schon mal was. Und hier haben wir das Tor.
Ich habe mir dieses das mittelalterliche Tor habe ich nicht selber erfunden, muss ich auch dazu sagen. Habe ich von einem anderen YouTuber angeguckt. Ich werde mal seinen Link hier in die Videobeschreibung mal posten, dass ihr euch das Tutorial ansehen könnt. Ich musste es ein bisschen umändern, weil das ja Computer-Minecraft gewesen war und wir haben ja natürlich hier die Xbox 360-Version. So, dann gehen wir mal hier hin. Man sieht, dass die Dächer sind aus, ja, genau. Das sind Eisenblöcke, das sind Diamantblöcke und, ja, da oben halt Obsidian, ist klar, dass ich das halt jetzt im Kreativmodus gebaut habe. Ist noch nicht viel gemacht worden in der Art und Weise. Ich habe jetzt einfach mal hier einen Raum noch hier. Ich habe keine Ahnung. Das Problem bei mir ist immer, wenn ich große Räume habe, will ich das auch immer als große Räume machen. Also ich würde zum Beispiel jetzt hier direkt so eine Mauer ziehen und das dann als Raum hier nutzen, was eigentlich total Schwachsinn wäre. Genau das gleiche wie da. Und so ein Schloss hat mehrere kleinere Räume, nicht jetzt nur so riesengroße Räume. Ich habe überlegt, ob ich noch hier so eine Wendeltreppe hochmache, dass ich dann hier noch so eine Etage einbaue. Das ist noch am Überlegen. Dann haben wir hier eine Spiegelung drinne, sozusagen. Und Entschuldigung, ich bin ein bisschen kränklich unterwegs. Ich bin jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen fitter geworden. Und hier haben wir Gefängniszelle, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ist so ein bisschen Gefängnis hier. Hast du halt hier im Turm drinne. Ist ein bisschen düsterer hier. Normalerweise müsstest du das hier abschirmen hier, damit es dann nicht hochkommt. Wüsste ich jetzt aber nicht wie. Muss mir noch überlegen. Hier so eine Dödelkiste. Wie gesagt, das ist eine Spiegelung. Das gleiche haben wir im Endeffekt hier mit den genau den gleichen Abständen und sowas. Das ist also alles genau das gleiche. Auch hier Gefängniszellen. Dann geht es jetzt mal hier hoch, würde ich sagen. Die Treppe gefällt mir gar nicht. Treppen gefällt mir gar nicht. Dann geht's hier hoch. Hier haben wir so den Thron halt. Das sollte man einen Thron darstellen. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Dann ist hier halt die Halle. Die müssen ein bisschen größer sein. Dann haben wir hier noch so ein Räumchen. Das gleiche haben wir da drüben auch nochmal so ein kleines Räumchen. Keine Ahnung, da werde ich wahrscheinlich so Bücher hier hinknallen. Dann hier so einen Tisch hin machen, dass er dann hier so sitzen kann oder sowas. So ein bisschen arbeiten muss und so. Wird optisch noch verfeinert halt. Da ist ein Fehler drin. Das kann natürlich nicht so bleiben. Ups. Okay. Dann machen wir die Scheiße auf. Ich habe halt noch vor, wie man es hier aus Weitem erkennen konnte. So, die Brücke ist Baueigenmarke. Und das hier ist mit zwei Holzstufen gemacht. Das ist, wenn man das Holz hier hat und man macht so, sieht es natürlich so aus. Sieht scheiße aus. Da macht man es einfach nur so ran und dann hat man hier so eine Dreierteil hier. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und wie gesagt, die Brücke ist hier Eigenmarkebau. Und dann will ich halt in jedem, so an jeder Seite, in jeder Richtung, will ich halt so ein kleines Biömchen hier machen. Hier haben wir zum Beispiel einen Wasserfall. Habe ich hier hingebaut. Und dann haben wir halt noch ein, das ein bisschen runterfließt halt noch dazu. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, das haben wir hier. Und dann will ich das halt in jede Richtung machen. Hier sieht man nochmal das Haus richtig. Und hier die Brücke. Und jetzt will ich das mal ein bisschen. Ich hätte eigentlich noch viel weiter höher bauen können, ich Idiot, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Na gut, ich weiß es nicht. Im Kreativmodus ist es, glaube ich, normal, dass du so hochfliegen kannst. Aber halt, ich weiß jetzt nicht, wie weit es im Normalmodus ist. Und so sieht das jetzt halt im Endeffekt aus. Ich hätte es doch noch ein bisschen größer machen sollen. Ist mir dann auch so später eingefallen, ich hätte es ein bisschen größer bauen müssen. Das Dach war ein bisschen komplizierter zu gestalten. Dadurch, dass ich halt so eine komische Formgebung des Hauses halt hatte. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Form gekommen bin. Ich habe einfach mal ein bisschen umexperimentiert. Ich finde es halt nur schade, dass es da halt mittendrin aufhört irgendwie, dass man halt da nicht weitersehen kann und so. Total cool. So, und dann geht's noch woanders weiter. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zwar muss ich dafür raus. Dann muss ich hier diesen Special Weg hier nehmen.
Hier mal abgeschottet. Da muss man hier auf den Knopf drücken, dann kommt man rein in die gute Stube. Kann man hier die erste Etage, kann man hier auf den auf der Burgmauer rumlaufen. Dann hier halt nochmal das Obergatter hier. Laufen wir mal hier rein. Hier halt noch mal lang. Achso, okay. War ich jetzt auch dabei? War ich nicht dabei, ist jetzt auch egal. Ja, kann man halt hier so lang. Ich kann es natürlich jetzt hier auch so machen, aber ich weiß nicht, ob das dann gut aussieht. Ich habe keine Ahnung. So besser? Kommt das denn? Ich habe keine Ahnung, ich lasse es erstmal so. Ja, jetzt halt hier auf diese Burgmauer ist auch ein bisschen trickiger, diese die Zinne hier so zu machen. Habe ich mir auch ein bisschen inspirieren lassen, dass ich das halt außen dran gemacht habe, nicht jetzt hier halt hier so mittendrin zwei hoch, eins runter. Ich habe es halt außen dran gemacht, wie ihr seht. Sah ein bisschen sexiger aus. Ja, Endezeitziel. Also mal, es ist ja sowieso unmöglich, dass einer von hinten angreifen könnte, deswegen da halt er nicht. Die Mauer. Das gleiche kann man halt nochmal in die andere Richtung halt jetzt machen. Da kann man Arsch lecken. Ist ja nochmal ein Blick schöner drauf. Ich find's eigentlich voll genial, mal so weit oben. Also wie gesagt, das ist jetzt so ein. Ja, hier wie gesagt Wasserfall, dann wollte ich auf einer Seite wollte ich einen Irrgarten machen, auf der anderen so einen schönen Blumengarten. Mal gucken, was ich noch alles da bauen werde. Vielleicht werde ich auch einen riesen Baum halt basteln, oder eine Baumfläche basteln, dass ich da ein Baumhaus reinknallen kann. Das geht halt, sowas hier geht halt in alle Windesrichtungen als unterschiedliche Größen. Und ja, es geht natürlich noch den Turm hier hoch im Endeffekt. Das ist hoch. Ist das jetzt hier oben ganz cool eigentlich, super aus da hinten, dass das kein Häuschen. Ich finde, das sieht schon ein bisschen edel aus. Also ich wollte jetzt nicht dieses 0815 Gebäude halt haben oder so mit normalen Stone oder sowas. Ich wollte es ein bisschen ausgefallener haben, ein bisschen majestätischer, und ich finde, das ist auch ganz in Ordnung. Ich hatte auch vorher die Glowstones mit Gold, aber Gold sah scheiße aus. Ja, das ist erstmal so das Bauwerk. Paar Ideen habe ich halt noch, was ich machen will. Andere Ideen sind mir jetzt noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das kommt dann auch hier ein Weg rein. Also hier noch so ein Ding hin. Wahrscheinlich dann Brücke etwas länger, etwas weiter weg. Dafür einen kleineren Plätzchen halt. Und dann hier nochmal in die Richtung. Und hier nochmal in die Richtung. Also in jeder Richtung halt einmal durchgehen. Und ja, also wie gesagt, das hier unten, das ist alles kreativ, das hier ist alles Überleben-Modus, und das hier oben drauf, das ist Kreativ-Modus. Das kann ich jetzt so sagen, und natürlich kann man jetzt sagen, du Lusche, aber habe ich jetzt irgendwie nicht so den Drang zu gehabt, das jetzt unbedingt, ja, Millionen von Diamanten suchen muss. Oder Obsidian und sowas. Hatte ich keinen Bock zu. Wirklich nicht. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen. Dann könnt ihr es ja in die Kommentare schroten. Und wenn ihr vielleicht sagt, ey, ich habe eine coole Idee, dann. Ja, genau. Nein, wir machen es mal so. Ihr habt eine coole Idee, dann schrotet es mir in die Kommentare. Und, ich würde sagen, der eine richtig coole Idee hat, der kommt hier mit auf die Map und darf mit mir dann hier rumbasteln. Ich weiß, ich bin jetzt vielleicht kein Superstar oder sowas, aber
so lerne ich halt ein bisschen mal andere Leute kennen und ihr lernt mich mal vielleicht kennen, das ist vielleicht ganz interessant. Wie gesagt, schreibt mir eure Ideen in die Kommentare, was ihr halt entweder noch in diesen in dieser Burg reinbauen wollt oder was ihr halt vielleicht hier an den Seitendingern halt reinbauen wollt. Das könnt ihr, wie gesagt, in die Kommentare schroten und dann suche ich mir jemanden daraus, wenn ich die Idee cool finde und dann lade ich ihn ein und dann können wir zusammen das hier basteln und dann zeigen wir das natürlich später auch. Ansonsten baue ich erstmal alleine weiter und sage euch Bescheid, wenn es ja weiter ist. Wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, mit den Räumen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann erstmal nur die vier, die restlichen drei extra Brücken hier bauen und dann geht's weiter. Okay, mit dem letzten Mal wunderschönen Anblick. Das sieht schon geil aus, das auf jeden Fall. Also das ist schon cool gemacht. Das Dumme ist, ich wollte eigentlich eine schöne viereckige Form haben und mit abgerundeten Ecken halt, abgerundeten Kanten. Und Anfang würde ich mal sagen, ist es auch noch recht gut gelungen. Warte, wo habe ich denn angefangen? Das sieht man gar nicht. Irgendwo hier habe ich angefangen, dann sah es noch ganz gut aus und habe ich halt nach unten gebaut. Aber je weiter höher es ging, habe ich halt immer nur gleich gebaut und jetzt sieht es halt ein bisschen komisch aus. So ein bisschen Sternzerstörer gleich, aber das ist jetzt egal. Gut, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Schöne, alles Gute, alles Prächtige und hoffentlich sieht man sich mal online. Tschüss!